Ja, hi, ich begrüße euch zu einem 1000-Abonnenten-Special. Ich möchte mich da recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr mich so zahlreich supportet und unterstützt. Das liegt mir wirklich am Herzen. Und ich möchte euch da ein bisschen was zurückgeben. Ich mache es nicht so wie andere YouTuber und schenke euch da irgendwas oder verteile irgendwelche Geschenke. Dafür ist der Kanal leider noch zu klein. Aber ich möchte hier mal probieren, ein Format einzuführen, das einmal die Woche eure Fragen beantwortet. Alles zum Thema Heimkino, Musik, Lautsprecher und so weiter. Und wie das Ganze geht, also ihr sollt praktisch einen Hashtag reinschreiben, eure Frage, Frage deinem Pro. Und ich probiere euch die Frage dann innerhalb von einer Woche zu beantworten. Oder vielleicht dauert es auch länger, mal sehen, wie viele Fragen kommen. Und es soll dann zwischen 5 und 10 Minuten gehen, das Video. Und der Kevin O-Chef hat jetzt hier angefragt: Hallo Nils, habe da eine Frage. Was sind die ersten Schritte, wenn ich meine Raumakustik verbessern möchte? Schöne Grüße und tolle Videos. Ja, danke Kevin für deine Frage. Ist eine sehr gute Frage und das sollte sich wirklich jeder mal überlegen, was er damit machen möchte. Es gibt nämlich da ein paar Unterschiede, ob du zum Beispiel viel Musik hörst oder eher Kinofilme schaust, ob du im Wohnzimmer bist oder eher ein Kellerkino hast, ja. Und es gibt ein paar, ja, grundlegende Sachen, wie gesagt. Und was wichtig ist, ist hier die Nachhallzeit. Die Nachhallzeit bestimmt praktisch, wie lange der Lautsprecher oder der Schall in deinem Raum benötigt, um mit 60 Dezibel abzufallen. Gute Werte oder so die gängigsten Standardwerte sind 300 bis 400 Millisekunden bei Musik im Wohnzimmer, wobei das mit dem Raumvolumen zu tun hat. Für Film tendiere ich eher zu noch geringeren Nachhallzeiten. Das geht dann so in die Richtung 200 Millisekunden, 250 Millisekunden. Und um sowas zu erreichen, musst du natürlich in die Raumakustik investieren. In erster Linie, sage ich mal, sind es Absorber, also Material, die den Schall absorbieren. Das kann sein Melaninschaumstoffe wie Basotect oder Mineralwolle oder Steinwolle, wie Rockwool oder Isover. Das nennt man sehr gerne das TP1 Akustik. Habe ich bei mir im Kino anfangs aufgebaut. Mittlerweile habe ich von der Firma Caruso das Isobond. Ist deutlich teurer, hat akustisch minimal bessere Eigenschaften, ist aber ja uninteressant, sage ich mal. Aber wenn du so Sachen bedenken musst wie Brandschutz und so weiter, da ist Caruso die erste Wahl. Wobei Mineralwolle auch nicht brennen sollte. Ja, du guckst dir erstmal an. Am besten guckst du erstmal, wie deine Lautsprecher stehen. Wenn deine Lautsprecher schon mal nicht optimal im Stereo-Dreieck ist, ist das deine erste Hausaufgabe, die du machen solltest. Also, solange die Lautsprecher nicht gut stehen, hast du mit Problemen zu kämpfen, die unnötig sind. Ja? Wenn es natürlich raumtechnisch nicht anders geht, lass sie da stehen und guck zum Beispiel nach den Erstreflexionspunkten. Da ist die meiste Energie, die praktisch reflektiert wird. Das ist in der Regel der erste Kontaktpunkt, deswegen auch Erstreflexion, an der Seitenwand zum Beispiel. Ihr habt vorne rechts, vorne links ein Fenster oder eine Wand, da reflektiert der Schall, kommt zeitversetzt am Gehör an. Das heißt, einmal hast du den Direktschall und einmal den indirekten Schall durch die Reflexion. Und der tut dann praktisch ja, den Sound vermatschen oder unpräzise machen. Wenn diese Energie abgeschwächt ist, zum Beispiel mit Absorbern, dann bekommst du mehr Direktschallanteil ab und es wird halt präziser. Das wäre deine erste Hausaufgabe, herauszufinden, wo die Erstreflexionspunkte sind und auch deine Lautsprecher dahin aufstellen, wo sie hingehören. Also es gibt ja da Vorgaben zum Beispiel von Dolby oder DTS oder von Auro, wie die Lautsprecher stehen sollen. Stereo-Dreieck ist bei allen gleich, das heißt immer ein 30-Grad-Winkel, gleichschenkliches Dreieck. Das ist der Idealfall. Geht natürlich nicht immer, gerade im Wohnzimmer schwierig. Oft sitzt man ja wirklich im hinteren Bereich, am Sofa ist bei mir auch so, an dem Fenster auch noch. Ja, die größten Probleme sind dann erstmal der Bass. Wenn du einen Subwoofer hast, mach dir vielleicht mal Gedanken, ob du nicht noch einen zweiten kaufen möchtest oder kannst. Umso mehr Chassis du hast im Tieftonbereich, umso gleichmäßiger kannst du den Raum anregen. Wenn du das machst, hast du viel weniger Probleme mit den sogenannten Raummoden. Also du hast dann nicht Überhöhungen am Hörplatz, die ganz extrem sind. Das geht dann teilweise bis zu 20 Dezibel, wie das Grundsignal dann laut ist. Du hast dann so Peaks drin, die kannst du über den Equalizer rausziehen. Das Problem ist dann halt nur, die Nachhallzeit bleibt bei diesem Punkt immer noch hoch. Du ziehst nur die Energie ein bisschen raus. Also ein bisschen ist gut, du ziehst die Energie daraus. Wenn du jetzt aber zwei Woofer einsetzt oder noch mehr,
dann regst du den Raum gleichmäßiger an, deine Übertragungsfunktion, das heißt, dein Frequenzgang wird sauberer und du kannst die Probleme schon physikalisch beheben. Du brauchst keinen elektronischen Helfer wie Filtertechnik zum Beispiel. Ja. So, im Kinoraum ist es dann so, okay, jetzt hast du deine Hausaufgaben gemacht, hast auch die Erstreflexionspunkte praktisch ausgemerzt mit Dämmmaterial, um jetzt die Räumlichkeit im hinteren Bereich ein bisschen zu verbessern und die Klangglocke zu verbessern, tut man gerne auf das LEDE-Prinzip zurückgreifen, das heißt Live and Death End. Bedeutet, vorne des Raums ist der Raum tot, also absorbierend, und im hinteren Bereich hast du Diffusoren im Einsatz, wo den Schall brechen und verteilen und die Energie nicht auf einen Punkt platzieren oder bringen, sondern die verteilen es praktisch, die brechen den Schall in kleinere Schallwellen oder mehrere Schallwellen. Genau, das sind die Dinge, die du dir überlegen kannst. Klar, Diffusoren kosten ein bisschen Geld. Kann man mittlerweile ganz gut in Polen und Tschechien kaufen, zum angemessenen Preis auch. Hier Thomann, einer der größten oder der größte Versandhändler in Europa, hat sowas im Angebot. Kann man sich überlegen, aber das Erste, was ich machen würde, auf jeden Fall Absorber. Bevor du mit Diffusoren anfängst, mach Absorber rein. Alles andere macht keinen Sinn. Das kannst du dagegen später nochmal überlegen. Genau, das war es jetzt erstmal soweit. Wenn noch weitere Fragen da sind, melde dich gern bei mir. Für alle anderen dürft ihr jetzt auch eure Fragen stellen unter dem Hashtag Frage deinen Pro. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob euch das Format gefällt, ob das Sinn für euch macht. Ist wichtig, dass ich da Feedback bekomme. Würde mich freuen über einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Euer Nils. Ciao.